Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Blackout Reports. Wer schon öfter reingeschaut hat, der weiß, dass ich mich nicht nur um das Thema Energieversorgung und die Mängel der Energieversorgung beschäftige, sondern dass ich auch andere Themen, die alle irgendwo damit zu tun haben, streife. Und heute ist wieder mal zu Gast der Julian von der Selbstversorgerfamilie aus Schweden. Wir haben uns heute das Thema vorgenommen, ja, autark, energieautark werden oder zumindest mal, was kann man leisten mit eigener Energieerzeugung, was kann man nicht leisten? Und der Julian lebt mit seiner Familie in Schweden und hat es, wenn ich es richtig verstanden habe, weitgehend geschafft, energieautark zu werden. Also Grüße nach Schweden. Hallo Julian, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, Robert, erstmal für die Einladung und für deine Einleitung. Ganz richtig ist das noch nicht. Wir haben ungefähr 80% unserer Energieversorgung jetzt mal exklusive den Diesel für unseren SUV. Wir sind ja auch so eine bösen SUV-Fahrer, sonst würden wir bei uns die Einfahrt nicht hochkommen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Gut, ja, vielleicht, also wir sind ja, oder meine Leser, meine Zuschauer sind ja vorwiegend aus Deutschland und da sind ja die räumlichen Gegebenheiten jetzt ein bisschen anders als in Schweden. Du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, dass ihr ein 6 Hektar großes Grundstück habt. Das ist jetzt hier eher seltener der Fall. Ja, was kann man, könnte man hier in Deutschland machen? Was würdest du sagen, ist sinnvoll in Richtung Energieautarkie? Was meinst du, macht Sinn und was macht keinen Sinn? Fang doch einfach mal an. Ja, erstmal kleine Korrektur nochmal. Also wir haben 12 Hektar, dementsprechend auch viel Wald. Und da fängt das Ganze ja schon mal mit an, mit der Heizenergie. Wir machen seit Jahren unser Feuerholz selber und beheizen auch unsere Häuser. Also hier haben wir jetzt zwei Häuser, eine kleine Gästehütte noch, die auch im schwedischen Winter natürlich mit Wärme versorgt werden muss. Und ja, das haben wir übrigens auch schon in Deutschland gemacht. Wir sind jetzt ja seit knapp 7 Jahren in Schweden und da habe ich Gartenlandschaftsbau, eine kleine Firma gehabt mit Gartenlandschaftsbau. Somit haben wir eigentlich auch immer genug Holz zur Verfügung gehabt. Aber ja, du weißt selber, heutzutage ist Holz ja heiß ersehnte Ware. Aber im Grunde ist es so, dass man auch auf kleineren Grundstücken das machen kann. Also wenn man halben Hektar Wald hat, da kommt man mit einem gut gedämmten Haus, mit einem, sage ich jetzt mal, vierköpfiger Familie schon ganz gut weit mit. Ja, und ansonsten kann man natürlich noch viele andere Sachen auf so einem Grundstück anstellen, wie eine solare Bodenanlage, also eine Solarpaneele, die auf dem Boden installiert sind. Und ja, weil unsere Dachflächen jetzt nicht so super geeignet sind wegen der Ausrichtung. Und ja, an andere Sachen wie Wasserkraft haben wir auch schon mal gedacht. Okay, aber Wasserkraft ist halt bei uns in Deutschland relativ schwierig, weil soweit mir das bekannt ist, darfst du nicht einfach eine Turbine ins Wasser bauen. Nicht jeder hat auch Wasser oder jeder hat die Möglichkeit, ein Pumpspeicherwerk auf seinen Landgütern unterzubringen. Also ich denke, wir haben die Mehrzahl in Deutschland hat vielleicht maximal 1000 Quadratmeter Grundstücke, aber in der Stadt ist es eh noch viel weniger. Ich würde gerne mal anfangen. Du hast jetzt ja mehrere Sachen angesprochen. Fangen wir mal mit dem, was die meisten kennen und was auch ich jetzt eigentlich, man sieht es ja auch in meinem Hintergrundbild so ein bisschen, die Photovoltaik. Wie viel Quadratmeter Photovoltaik habt ihr installiert? Wie habt ihr sie installiert und was bringt sie euch übers Jahr? Ja, also in Quadratmetern weiß ich das ehrlich gesagt gar nicht so Oder genau, in weil Kilowatt Peak oder so. genau, eigentlich sagt man das ja eher in Kilowatt Peak. Wir haben momentan 7,2 Kilowatt Peak. Und ja, also eigentlich kann man sagen, für einen Sommer ist es schon so, dass man meistens viel zu viel Strom hat damit. Also man muss sich dann schon eigentlich eher was überlegen, wie man den Strom dann sinnvoll nutzen kann. Im Ihr seid Winter. auch eine vierköpfige Familie, oder? Wir sind auch eine vierköpfige Familie und ich würde sagen, selbst für einen Single-Haushalt wäre das im Winter knapp. Man kann natürlich Glück haben, dass man jetzt alle 3 Tage gutes Wetter hat und ja, und man muss hier auch noch mal vorher vielleicht den Unterschied machen zu einer reinen Einspeiseanlage, zu einer Inselanlage und zu einer Mischanlage, die beides kann, einspeisen und was speichern und eben so ein
System, wie du da im Hintergrund hast, zum Beispiel den EcoFlow, so eine kleineren Batteriespeichersysteme, die auch eher eigentlich dafür gedacht sind, eben Notfälle zu Genau. überbrücken oder eben Camping-Geschichten und so weiter, also da kurz mal Strom zu haben, wo man sonst keinen hat. Und Julian, jetzt hast du gesagt, die rückspeisefähige Anlage und die inselfähige. Soweit ich das weiß, ist es in Deutschland so, wenn du eine Anlage baust, du kannst dir eine Anlage bauen, die speicherfähig ist, also eine sogenannte inselfähige Anlage. Die muss nach meinem Kenntnisstand aber in jedem Fall auch ans Netz angeschlossen werden, dass sie, wenn sie überproduziert, zurückspeist. Ist das in Schweden anders? Kann man sich da auch eine reine inselfähige Anlage hinstellen? So viel ich weiß, ist es auch in Deutschland so, dass Okay. jeder sich eine Inselanlage bauen kann. Die werden dort auch verkauft. Größenmäßig gibt es da auch keine, ja, Limitierung, so viel ich weiß. Frage ist natürlich immer, was das Baurechtliche mit der Installation der Solarpaneele, was das steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Aber generell ist es nicht verboten, seinen Strom selber zu erzeugen. So viel ich weiß, ist es so, dass in Deutschland die oder vermutet ist, dass von mir jetzt man muss einen Stromanschluss haben, so viel ich weiß. Also ich kenne die genauen Ja, Gesetze das gar kann nicht. auch sein, dass ich Irgendwie das jetzt sowas verwechselt gibt es habe. da. Ist auch Ja. egal. Jedenfalls, Fakt ist ja, heute eine neue Anlage zu bauen, die praktisch nur einspeist ins Netz, macht ja keinen Sinn, weil man kriegt eine Rückvergütung von 7 Cent pro Kilowattstunde. Und wenn man dann auf der anderen Seite 50 Cent die Kilowattstunde bezahlt, dann macht es mehr Sinn, seinen Strom selbst zu verbrauchen. Du hast jetzt eben schon gesagt, du hast 7,4 Kilowatt Peak. Wie viel Speicher hast du denn da dran? Ja, wir haben jetzt angefangen mit einer Staplerbatterie, also einer sogenannten Traktionsbatterie. Die ist nicht vergleichbar jetzt mit einer Autobatterie. Das sind schon richtige Industriebatterien auf Bleisäurebasis. Und ja, da kommt man auch ab und an mal Gebrauch dran. Und die hat natürlich nicht mehr die Kapazität, die man normalerweise von so einer Batterie erwartet. Die Bleisäurebatterien sind sowieso eigentlich nur zu 60% nutzbar der Kapazität, die draufsteht. Ja, und diese Batterie hat ja maximal, wenn überhaupt, noch die Hälfte der eigentlichen 30 Kilowatt Stunden Leistung, die da drin stecken. Trotzdem funktioniert sie sehr gut. Für uns war das jetzt erstmal eine super Lösung, an eine gebrauchte, recht günstige Batterie ranzukommen. Und das hat auch wirklich ganz gut funktioniert und funktioniert auch immer noch. Ich habe da bis jetzt auch noch nichts dran geändert. Das läuft jetzt ein halbes Jahr störungsfrei. Bleisäurebatterien haben gewisse Nachteile. Es können sich, wenn man nicht genug Wasser nachfüllt, explosive Gase bilden. Und aber den Vorteil hat die Batterie, dass sie recht wetterfest ist. Das heißt, selbst bei Minustemperaturen würde diese Batterie noch problemlos funktionieren. Und die Elektrik wie Wechselrichter, Laderegler und so weiter, das würde jetzt auch nicht stören, wenn es friert. Ich habe das Ganze in so einer Art Erdkeller. Da friert es eigentlich nicht. Also wir haben auch jetzt im Dezember schon minus 20 Grad gehabt und es hat nichts gefroren. Und ja, die steht da echt ganz gut. Aber wir wollen jetzt umrüsten auf eine größere ja, Lifo-P4-Batterie. Ja, und aber wenn ich das richtig sehe, das heißt, du hast auch im Winter noch so viel Ertrag mit deiner Solaranlage und auf der anderen Seite so einen moderaten Verbrauch, dass wenn die Sonne ein paar Tage scheint, du dann tatsächlich auch wieder ein paar Tage den Speicher nutzen kannst. Ja, also das ist ein bisschen blöd. Im Winter reicht es auf jeden Fall nicht. So viel kann man sagen, dass die Batterie wieder richtig geladen wird. Und das kommt als nächstes auch noch, dass wir mit Solarpanelen aufrüsten. Das werden die nächsten Schritte auch sein. Ja, wenn man einmal damit anfängt, dann ja, wächst man da rein. Oder mir geht es jedenfalls so. Und dann darf es auch immer gerne ein bisschen mehr sein. Und wir haben erstmal relativ klein angefangen. So eine Art Notstromanlage haben wir schon immer gehabt, dass spätestens nach dem Sturm Christian, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wann er war, ich glaube 2015 oder 14, da gab es einen ziemlich heftigen Sturm in Nordfriesland, als wir noch in Deutschland gewohnt haben. Und da haben wir tatsächlich 3 Tage Blackout gehabt. Also das war richtig heftig. Alles verwüstet bei uns und da waren wir heilfroh, dass wir nur eine kleine Batterie hatten, einen kleinen
Wechselrichter, also ein Spannungswandler von 12 auf 230 Volt Wechselstrom. Und das hat uns damals, ja, auf Deutsch gesagt, den Arsch gerettet. Wir konnten unsere Heizungspumpe damit laufen lassen für den wasserführenden Kaminofen, was ja auch noch so eine Sache ist. Es ist nicht nur so, dass wir kochen mit dem Küchenofen und backen im Winter, sondern wir machen auch unser gesamtes Brauchwasser eben mit wasserführenden Kaminofen. Und wenn man da keinen Strom hat, dann läuft die Pumpe nicht. Also ist für uns mit wasserführenden Kaminofen sowieso ein Notstromsystem immer ganz wichtig. Wasserführender Kaminofen heißt, das ist ein Ofen, der mit Brennholz funktioniert und der einen Wasserkreislauf zum Heizen hat. Genau, und da wird auch das Brauchwasser erwärmt zum Duschen und so weiter. Das heißt, du brauchst halt im Grunde dann nur noch eine kleine Umwälzpumpe, die dann das Wasser durch die Leitungen drückt und eben bei der Dusche, dass an der Dusche was rauskommt. Aber grundsätzlich hast du. Nee, das funktioniert ja über den Wasserdruck. Du brauchst ja nur für den Heizkreislauf, damit du die Zimmer Also, beheizen kannst. Und ja. der wasserführende Kaminofen kann nicht ohne Pumpe betrieben werden. Also der würde dann praktisch das Wasser, was da drin ist, würde irgendwann raus wollen, Kochen. ja, wenn es zu Ja. heiß wird. Okay. Habt ihr denn sonst noch irgendwelche Maßnahmen getroffen, dass ihr mal grundsätzlich weniger Strom braucht? Oder wie muss man sich das vorstellen? Nö, also ansonsten haben wir einen recht normalen Stromverbrauch, würde ich mal sagen. Eher vielleicht sogar einen Tick mehr als andere, weil wir eben auch viel handwerklich machen. Viel Holz spalten mit dem Holzspalter, also das alles mit der Hand spalten, ist ja so eine Sache, das geht dann Ja, irgendwann das auf heißt, das Strom. machst du elektrisch alles dann. Nicht alles. Ich spalte auch immer viel mit der Hand. Gerade da, wo die Holzstämme blöd liegen, wo man die sonst irgendwie. Ja, gerade so dicke Dinger. Wenn man sowieso schleppen muss, dann kann man es auch gleich an Ort und Stelle klein hacken und das Ja, Brennholz schleppen, ja. ja. Und mal eine ganz andere Frage. Würdest du denn es schaffen, komplett autonom zu werden, ohne fossile Brennstoffe, oder geht das auch in Schweden, auch wenn man viel Land hat und viel Holz nicht? Also, dass man keinen Stromanschluss mehr vom Netzbetreiber bräuchte, würde das grundsätzlich gehen? Also ganz klar gesagt, nein, ohne, ja, wie ich schon sagte, irgendwie eine kleine Wasserkraft oder eine brauchbare Windkraftanlage, wird das nichts werden. Also da ist man schon drauf angewiesen, denn entweder auch mal so gut wie keinen Strom zu haben, und das wird gar nicht so selten der Fall sein, weil ja, du weißt selber im Winter auch, weil auch bei deinen Breitengraden wird es oftmals nicht wirklich hell. An Das ist so. diesigen bewölkten Tagen kein Wind und ja, was willst du dann machen? Da bleibt nicht mehr viel. Und das hält auch oftmals im Winter mal eine Woche an und die paar Stunden Sonne dazwischen, die laden eine Batterie nicht auf. Ja. Also das kann man ganz klar sagen, das wird in Deutschland wie auch in Schweden da erst recht nicht möglich sein, komplett ohne einen Generator auszukommen. Also wir sprechen ja über einen Diesel- oder einen Benzingenerator. Ja. Idee war vielleicht noch mal was mit Biogas zu versuchen im kleinen Rahmen. Das Problem ist nur, dass also es gibt durchaus kleine Biogasanlagen, die man sich selber bauen kann. Ja, bei YouTube habe ich da auch schon Anleitungen gefunden. Ja. Und aber ich sage lieber gleich, also ich persönlich würde sowas niemandem empfehlen, weil wenn das Ding nachher explodiert, bist du dann auch noch irgendwo verantwortlich. Also steht ja jedem frei, solche Anleitungen zu verwenden. Ja. Aber ich halte das für relativ gefährlich, weil das eben ja, das sind ja keine Sicherheitsvorkehrungen und nichts dann dabei, ne? Also das steht ja meistens draußen, ja. Man hat das ja nicht im Haus. Also das wäre natürlich fatal. Aber ich sage mal, wenn man eine sichere Leitung hat zum Abnehmer, da was soll da groß passieren? Ist Ja, natürlich in ich jedem weiß es nicht. jeder Ich habe keine Ahnung selber davon. verantwortlich sein. So dramatisch ist das nicht. Wenn das draußen steht, das sind jetzt auch nicht die Mengen an Gas, die da drin sind, sondern das ist ja immer eine recht geringe Menge. Da ist im Grunde eine Gasbuddel, die irgendwie zu Schaden kommt und dann in die Luft geht, gefährlicher. Da ist ja viel mehr Gas drin. Ja? Ja, Na gut, aber. also da geht es nicht drum. Ich wollte eigentlich sagen, diese Anlagen werden meistens so in Indien oder Afrika oder so verwendet und selbst gebaut. Das Problem ist, in unseren Breitengraden müsste man im Winter die Biomasse
stetig erwärmen. Die muss ja über 30 Grad haben Ja. und das braucht auch wieder Energie. So, und da irgendwie so Mittel und Wege zu finden. Was noch eine wirklich gute Alternative ist, ist eine Biomasse-Geschichte, also dass man halt einen riesigen Komposthaufen, so 20 Kubikmeter groß und da die Heizschlangen durchführt. Ja. So, wenn man genug Rasenschnitt und Holzspäne oder was weiß ich hat, alles an Gartenabfällen, wenn man vielleicht bei der Gemeinde arbeitet und baut sich da so einen Container im Garten und lässt da die Heizschlangen durchlaufen, dann kann man da wirklich ziemlich lange Wärme draus gewinnen. Ja? Also das gibt auch Leute, die das gemacht haben, das funktioniert auch. Nur mit der elektrischen Energie ist das so eine Sache in unserem Breitengraden. Wie gesagt, da irgendwie, gut, da könnte man tatsächlich in entfernter Zukunft dann nochmal an irgendwelche Wasserstoffproduktion im Sommer, dass man das dann im Winter, vielleicht wird es da irgendwie mal was geben, dass man Ja, das das dann. dauert aber noch, denn Wasserstoff ist ja sehr leicht flüchtig und vor allen Dingen Ja. ist ja das, glaube ich, kleinste Element und der Ja. geht eben durch alles durch. Da Ja. brauchst du dann sehr dichte oder hochwertige Materialien, um das zu lagern und der ist ja auch sehr schnell hochexplosiv. Also das halte ich auch für ganz gefährlich. Im Übrigen nur mal so zur Info, bei den professionellen Biogasanlagen gibt es immer wieder Tote, weil eben immer mal wieder was in die Luft fliegt. Also die sind gar nicht so ungefährlich, wird Ja. natürlich in den Medien nicht berichtet. Weil das ist ja gute Energie und da darf man ja keine negative Presse machen. Ist aber ein anderes Thema. Hör mal, aber du hast da im Hintergrund so ein Solarpanel liegen. Magst du noch ein bisschen was zur Technik sagen, zu den Unterschieden, die es da gibt bei den Solaranlagen, die man verwenden kann oder worauf man achten sollte, wenn man sich eine kleine Solaranlage aufs Dach machen will? Ja, für Leute, die jetzt wirklich gar keine Ahnung haben, sind eben diese EcoFlow oder andere Hersteller, wie du da im Hintergrund hast, sicherlich das Mittel der Wahl, sich sowas erstmal zu holen, um da erstmal Bekanntschaft mitzumachen, vielleicht auch mit so einem Faltpanel. So, und ansonsten würde ich mal sagen, meine Erfahrung ist jetzt, dass die Unterschiede der Solarzellen jetzt nicht so riesig sind. Also man müsste ja sonst wie viele Modelle ausprobieren und dann da genau gucken, welche am effektivsten ist. Wichtig ist die Verkabelung viel eher, dass das ausreichend dimensioniert ist, damit der Strom auch da hinkommt, wo er hin soll. Und ansonsten, ja, ich habe bis jetzt noch keine Solarzellen gehabt, die irgendwie schlecht funktionieren oder so. Also ich glaube, man ist immer gut beraten, wenn man jemanden fragt, wo hast du denn die her und funktionieren die gut? Und der sagt, ja, die habe ich da und da gekauft, waren günstig, funktionieren gut. So, was soll da sein? Da steht sowieso überall drauf, die halten 20 Jahre und dann wird die Leistung weniger. Ob das so ist, letzten Endes werden wir dann auch erst in der Zukunft sehen. Und Ja. nee, also da kann man keine genauen Ratschläge geben. Da so gut kenne ich mich dabei, also mit den Panels da auch nicht aus. Und ist da, also ich habe selber keine Erfahrung mit einer Solaranlage. Ich habe bisher auch nur die EcoFlow-Produkte ausprobiert. Ist eine Solaranlage wartungsintensiv oder wird die, wenn die einmal richtig installiert ist, ist das dann ein Selbstläufer? Also eigentlich ist es so, wenn die funktioniert, dann funktioniert sie. Wenn man gute Komponenten hat, da gibt es natürlich auch riesige Unterschiede, dann sollte die auch weiterhin funktionieren. Ja, also wie gesagt, diese neuen Lithium-Akkus, wie heißen die jetzt? Lithium-Eisen-Akkus, ne? Ja, Die meinst du? Lithium-Eisenphosphat-Akkus, hey, Genau. komme ich jetzt nicht drauf, ja. Irgendwie auch ein blöder Name für die Dinger. Aber jedenfalls, wie lange die nun wirklich halten und welche Zellen wie lange halten, das weiß man genauso wenig wie bei den Solarpanelen. Das gut. Aber ansonsten gibt es zum Beispiel einen Hersteller Victron Energy, das hat sich so ziemlich durchgesetzt. Also die Komponenten von der Firma sind ziemlich teuer, aber sind auch dafür bekannt, dass sie sehr gut und zuverlässig sind und lange halten. Ja. Ist Solarenergie in Schweden, boomt das oder machen das viele Leute oder ist Ja. es ein Exot eher? Also es geht jetzt hier auch los, allerdings eher die Einspeiseanlagen. Die Schweden sind da doch recht spät, würde ich mal sagen, mit der Geschichte. Also als wir nach Schweden gekommen sind, da hast du fast nirgendwo Solar, auf Dächern oder Ja. irgendwo gesehen. Und das ist jetzt also wirklich in den letzten Jahren erheblich viel mehr geworden. Ja. Also was mir noch
in den Sinn kommt, ist einfach die Möglichkeit, noch mit vielleicht einem Blockheizkraftwerk Energie zu machen, wenn man halt genug Holz hat. Nur mir ist kein kleines Blockheizkraftwerk, was jetzt auch für Normalverdiener erschwinglich ist, bekannt. Ich glaube, die Dinger gehen dann auch irgendwo erst bei 50.000 Euro los. Und ja, da würde ich dann lieber doch ein bisschen mehr Solar und Speicher noch Ja, investieren. also Und der Hinweis ist sicherlich wertvoll, vor allen Dingen auch für Unternehmen, denn wir sind ja mittlerweile bei Energiekosten, die sich gewaschen haben. Und wenn ich jetzt unterschiedliche Energien brauche, also wenn ich auch Wärme brauche und Strom brauche, ist ein Blockheizkraftwerk gegebenenfalls eine ganz interessante Sache, weil ich eben mit im Grunde die Abwärme, die sonst ja bei der fossilen Verbrennung eben Abfall ist, nutze und damit eben möglicherweise Energiekosten sparen kann. Das kann man aber durchrechnen. Und bei Unternehmen habe ich das auch bei großen Unternehmen schon häufiger gesehen, dass die sowas haben. Für einen Haushalt sehe ich das noch ein bisschen bedenklich, weil man braucht in der Regel nicht permanent warmes Wasser, zumindest in unseren Breiten. Und dann wiederum macht es keinen Sinn, wenn ich das Ding nur zur Stromproduktion nutze. Dann habe ich einfach Verluste, die wiederum zu teuer sind. Allerdings gibt es sie tatsächlich auch schon in kleineren Größen. Also hier gibt es zwei, drei bekannte Anbieter, die die auf dem Markt haben und die skalieren die wahnsinnig weit runter. Ich habe selbst keine Erfahrung. Ich hatte mich vor ein paar Jahren mal dafür interessiert, für unser Haus. Aber auch, weil ich einen Teich habe, den ich damals noch beheizt habe, muss man sich bei den jetzigen Energiekosten eh an den Kopf fassen, dass man einen Zierfischteich beheizt, der draußen ist, wohlgemerkt. Aber ich habe es dann Gott sei Dank nicht gemacht, weil jetzt bei diesen Energiepreisen spätestens hätte es nicht mehr gelohnt und dann hätte ich tatsächlich ja eine völlige Fehlinvestition im Keller stehen. Und da bin ich jetzt ganz froh drum. Und was bei Blockheizkraftwerken auch so eine Achillesferse ist, sind die Wartungsintervalle, denn die müssen ja jedes Jahr mal in eine Revision. Und das ist nicht ganz billig und da muss man halt dann in den sauren Apfel beißen und das macht die ganze Sache dann wieder teurer. Was mich noch interessieren würde, ist, hast du einen Tipp für die Dimensionierung des Speichers für eine Solaranlage? Du hast jetzt gesagt, du hast diese Staplerbatterie günstig gekriegt, aber was würde man mindestens an Speicher brauchen für einen Vier-Personen-Haushalt, damit das Ganze so ein bisschen Sinn macht? ja, also ich denke mal, unter 15 Kilowattstunden Speicher wird man da nicht froh werden, weil es einfach zu schnell leer ist. Okay. Ja, also ab da aufwärts. Mehr ist besser, ist klar. Man muss das Ding dann auch nur wieder vollkriegen. Haben wir ja eben schon Ja, drüber ja, gesprochen. ja. Also wenn man jetzt 100 Kilowattstunden Speicher hat, dann macht das schon Sinn, da mindestens 15 oder 20 Kilowatt Peak aus Solar entgegenzusetzen. Ne? Hast du die Anlage auch so, dass du praktisch deinen Speicher auch mit einem Generator laden könntest? Ja, das machen die Wechselrichter eigentlich alle, die Hybridwechselrichter. Und das ist kein Problem. Also das ist dem Wechselrichter egal, ob ich dann Netzstrom anschließe oder einen Generator. Generator, okay, weil das halte ich dann persönlich für eine interessante Variante und vor allen Dingen, wir kommen ja ursprünglich von der Blackout-Brownout-Seite, also ich zumindest, also geht es mir auch immer um eine Notfallvorsorge und wenn ich dann eben eine inselfähige Solaranlage habe und einen kleinen Generator, dann habe ich natürlich eine schöne Sicherheitslösung, sodass ich auch Tage ohne Sonne schön überbrücken kann. Im Übrigen geht das auch mit dem EcoFlow-Produkten so, dass ich halt tatsächlich mit dem Generator die auch im schlimmsten Fall laden könnte, um dann eben da Strom zu haben, wo ich ihn brauche. Ja, super, das hört sich gut an. Ja, du musst dir vorstellen, der EcoFlow oder andere ja, Powerstations sind im Grunde genau diese Komponenten, die jede Inselanlage auch hat. Ja, es ist einmal ein Laderegler für Solar. Dann ist das ein Wandler, der praktisch den Eingangsstrom, den Wechselstrom zu Gleichstrom macht und damit die Batterie lädt und über einen Bypass auch die Verbraucher versorgen kann. Und ja, andersrum genauso, dass die Batterie eben auch die Verbraucher versorgen kann. Das Genau. ist genau dasselbe, was im Grunde ein Batteriespeicher, ein Hybridwechselrichter
Laderegler und so weiter, nur eben kompakt im Kleingerät. Deswegen sind die Dinger ja auch so cool. So lange gibt es ja die auch noch nicht. Nee, nee. Und bei EcoFlow ist es auch so, da sind tatsächlich auch die Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus drin Ja, mittlerweile. die haben sie jetzt überall drin. Das Ja, ist ja, und du ich hast als gerade. Handwerker mit Makita damals war völlig angetan vor, ich weiß jetzt auch 12 Jahre mindestens her, als ein befreundeter Zimmermann mit seinem neuen Firmenwagen, alles voller Makita-Werkzeug, damals die ersten 18 Volt Akkus mit, die hatten damals ja, ich glaube, 1,5 Ampere. Und die waren im Gegensatz zu dem, was wir vorher kannten, ja, ein Quantensprung, ja. Also die hielten plötzlich den ganzen Tag und das Aufladen 15 Minuten und dann konntest du wieder aufs Dach damit. Also Wahnsinn. Ja, also da bin ich auch ein Freund von. Ich habe auch zu Hause, ich habe allerdings Bosch, die blaue Serie. Ich weiß auch nicht wieso, ich bin da vielleicht auf die Werbung reingefallen, aber ich finde die Sachen, vor allen Dingen die Akkusachen, total geil, weil du kannst so schön arbeiten, wenn du kein Kabel mehr brauchst. Das Ja. ist schon eine tolle Sache. Insofern sind wir da schon einen Schritt weiter. Ich wollte noch einmal fragen, du hast gerade gesagt, Hybridwechselrichter. Ist doch richtig, das sind die, die auch rückspeisen können, ne? Die also in den Inselanlagen drin sind. Die anderen Wechselrichter, also die inselfähigen Wechselrichter, bei der Solaranlage, die nur funktioniert, wenn das Netz da ist, das sind keine Hybridwechselrichter, oder? Also unter Hybridwechselrichter versteht man mittlerweile auch schon mehrere Geräte. Ah, Das okay. sind einmal Geräte, die praktisch einspeisen können und also ins Netz einspeisen können, eine Batterie laden können, aber auch vom Netz die Batterie laden können. Also praktisch alles in alle Richtungen können. Ja, genauso. Also die ersten, die mir bekannt waren, waren eigentlich die, weil das mit den Batterien zusätzlich zum Einspeisen ist erst ein bisschen später gekommen. Die ersten waren halt die Inselanlagen, die praktisch ja, dasselbe machen wie der EcoFlow. Ja? Ja, Also genau. man könnte aber theoretisch sogar mit dem EcoFlow einspeisen, wenn man das denn möchte. Ich meine, macht keinen Sinn, aber man hat ja auch beim Laden der Batterie und beim Entladen immer auch Verluste. Ne? Genau. Eine Sache fällt mir gerade noch ein, weil wir sind ja hier oder ich bin ja mehr oder weniger auch ein Vorsorgekanal. Egal, was Sie für eine Lösung sich überlegen, überlegen Sie sich bitte eine, gerade wenn Sie Haustiere haben oder vor allen Dingen, wenn Sie Aquarianer sind. Denn wir haben gerade bei Warmwasseraquaristik das Problem, wenn der Strom mal länger ausfällt und man hat überhaupt nicht vorgesorgt, dann sind die Tierchen relativ schnell tot und das ist dann sehr bitter. Und da gibt es eben zum Beispiel die EcoFlow-Produkte, aber auch andere, mit denen man solche Batteriepufferungen dann machen kann, damit man zumindest mal ein paar Stunden übersteht. Und wenn man das dann noch mit einem Generator kombiniert, dann kann man auch mehrere Tage überstehen. Das wird dann sicherlich eine stressige Zeit, hängt dann tatsächlich von der Batteriekapazität ab. Aber wenn man jetzt Vorsorge trifft und wenn man jetzt sich sozusagen einen Notbetrieb überlegt, der nur ein bisschen Heizung, ein bisschen Umwälzung und ein bisschen Belüftung beinhaltet, dann kann man das tatsächlich schaffen. Wer da weitere Fragen hat, da habe ich auch eine Berechnung dazu, was man da braucht. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, Julian, ich denke, wir sind soweit am Ende. Ich sage mal wieder Danke und ich möchte aber noch ankündigen, wir haben noch ein Video vor mit deiner Frau, wo wir dann uns um das Thema Selbstversorgung nochmal kümmern, denn ihr habt ja den Selbstversorgerkanal auf YouTube. Und das ist ja euer Thema, also sich, ja, kann man sagen, autark zu versorgen oder ist das, wie willst du es beschreiben? Ja, doch, wir streben immer an, so autark wie möglich zu sein, ob das die Energieversorgung ist oder die Lebensmittel, ja, ob das Jagd ist oder Angeln oder eben Gemüseanbau oder ja, es ist unheimlich umfangreich, das Thema. Also da könnte man sicherlich Stunden drüber sprechen, was da alles möglich wäre und was wir auch schon gemacht haben. Und ich denke, das können wir im nächsten Termin ganz gut mal anreißen, das Ja, vor Thema. allen Dingen lernen wir Was? dann auch deine nette Frau mal kennen. Und ich muss noch einen Bogen schlagen. Die Frage ist ja gar nicht in Deutschland, ob man sich zu 100% selbst versorgen soll oder will. Aber das, was wir momentan tun, diese Supermarktmentalität, das heißt, wir rennen im Grunde sofort zum Supermarkt, wenn wir was brauchen, das scheint auch nicht mehr der richtige Weg zu sein. Noch dazu, wo die Preise ja mittlerweile wirklich auch dort explodieren. Also ein Einkauf und 100 Euro sind weg, das ist ein Ding wie gar nichts. Und ich behaupte mal, dass wir nicht wirklich
im Luxus schwelgen und nur Champagner trinken. Und deswegen macht Selbstversorgung oder ein neues Mindset, was man selbst tun kann, glaube ich, gerade in der jetzigen Zeit wieder extrem viel Sinn. Es schafft Sicherheit und es schont den Geldbeutel. Oder wie siehst du das? Ja, ganz genau, das waren auch mal unsere Antriebsziele, aber mittlerweile geht es eben auch um, ja, um unseren Kanal, das, was wir machen. Wir möchten ja auch immer wieder mal was Neues bieten und zeigen. Und ja, wir können da so ein bisschen unsere verrückten Ideen auch ausleben, was das angeht und alles mal ausprobieren, was man sowieso schon mal machen wollte. Und einiges klappt halt gut, anderes nicht. Ich Ja, das wollte noch gehört ja dazu. eine Sache wollte ich noch ergänzen, und zwar für die Leute, die wirklich wenig Geld haben für so eine Powerstation, nicht Geld haben, vielleicht 50 oder 100 € übrig haben. Für die bietet sich natürlich auch einfach ein Spannungswandler. Das kommt eigentlich aus dem Kfz-Bereich. Das ist einfach ein kleines Gerät, wo du von 12 Volt auf 230 Volt Wechselstrom gehst. Habe ich ja vorhin schon erwähnt. Und die Dinger sind recht günstig schon zu kriegen. Die funktionieren an jeder Autobatterie. Ja, und selbst wer nur einen Motorroller hat, also Lastenfahrrad funktioniert nicht, ne? Außer man hat einen guten Dynamo. Aber wer jetzt hier einen Motorroller hat oder was, der kann praktisch das Ding anschmeißen und hat seinen Generator somit. Ja, und die gibt Das es in Auto ist ja auch verschiedenen. der erste Generator. Also jeder, der ein Auto Ja. hat, hat einen Notstromgenerator zu Hause. Genau. Der Ja. braucht nur Ja, noch das ist immer ausschalten und so mein ausschalten. Tipp, weil manchmal sind die Lösungen so einfach und auch Genau. für wenig Geld zu haben. Und notfalls geht es auch mit ein paar Autobatterien vom Schrott, die man irgendwie geladen hat, mit einer kleinen Solarzelle, sowas hier, 20 Watt hinter mir mit einem günstigen Laderegler. Also das Ganze ist auch wirklich für wenig Geld zu kriegen. Ja, Das genau, war das mir nochmal war wichtig. nochmal ein gutes Schlusswort. Also ich würde sagen, es ist ja auch jeder von unseren Zuschauern anders. Der eine ist handwerklich ein bisschen geschickt und er traut sich auch, sowas einfach mal zu machen. Dann gibt es andere, die möchten halt eine fertige Lösung haben. Da ist EcoFlow eine tolle Sache. Im Übrigen möchte ich hinweisen, ich habe in der Videobeschreibung einen Link zu EcoFlow und jeder, der da über diesen Link bestellt, kriegt 5% Rabatt auf den normalen Preis. Das habe ich mit EcoFlow aushandeln können. Also 5% schon mal wieder gespart. Und ja, und dann gibt es eben die inselfähigen Solaranlagen fürs Haus. Und da ist also eine riesige Bandbreite dessen, was man machen kann. Eigentlich müsste da für jeden was dabei sein. Das denke ich auch. Julian, Vielen Dank für die Einladung nochmal ich und wir sage sehen uns auch dann danke beim und nächsten wir sehen Termin. uns beim nächsten Mal mit deiner lieben Frau und liebe Grüße nach Schweden. Jo.